Weltweit werden zig Millionen Container verfrachtet. ASE hat ein System entwickelt, mit dem ganze Züge und LKWs mit hochauflösenden Kameras aufgenommen werden. Mit unserem Numbercheck haben wir ein neues Produkt für die Digitalisierung des Güterverkehrs entwickelt. Im heutigen Verlauf ist es so, dass die Container mehrfach verladen werden von Zügen auf LKW oder umgekehrt. Derzeit erfolgt die aktuelle Erfassung durch einen Mitarbeiter, der mit Klemmbrett und einem Stift zum Beispiel einen Zug abläuft und notiert sich sowohl die Waggonnummer als auch die Containernummer. Die aktuelle Erfassung ist relativ fehlerbehaftet, ist natürlich sehr zeitintensiv und für die Industrie stellt dies ein großes Problem für ihre Just-in-Time-Planung dar. Die manuelle Erfassung in Echtzeit ist unmöglich, aber genau deshalb haben wir unser Produkt entwickelt. ASE hat die Erfassung vollautomatisiert durch Installation von Videotore, sowohl für Züge als auch für Straße. Dazu werden Videotore am Ein- und Ausgang eines kombinierten Verkehrsterminals installiert. Alle Waggons werden durch hochauflösende Kameras gescannt und dadurch werden Waggonnummer, Containernummer, Gefahrgutnummer, Abfallnummern automatisch erkannt und weitergeleitet. Sämtliche Informationen stehen dann mit den Bildern digital zur Verfügung. Wir haben ungefähr 25 Anlagen in Betrieb. Seit 2012 haben wir die Anwendung Schiene installiert. Danach die Straße und die Straße sind wir jetzt dabei abzuschließen, sodass wir das zweite Produkt dementsprechend serienreif haben. Zu unseren aktuellen Kunden zählen Industrieunternehmen, aber auch Häfen wie der Hafen Hamburg und der weltgrößte Binnenhafen Duisport sowie die österreichische Bundesbahn, die Deutsche Bahn, die Schweizer Bahn. Wir setzen die Videotore seit ca. 5 Jahren ein, sind damit sehr erfolgreich, vor allem weil es für uns einen großen wirtschaftlichen Nutzen hat. Wir haben gute Erfahrungen mit ASE gemacht, das macht uns sehr viel Spaß. Wir arbeiten ja schon seit Beginn des Projektes zusammen. Die Erfahrungen mit den Kameras werden immer besser. Wichtig ist es natürlich auch in Bezug auf Instandhaltung. Man kann also auch Fehler an den Wagen erkennen. Man kann feststellen, wann Wagen gewartet werden müssen, instand gehalten werden müssen, repariert werden müssen, weil die Bilder sehr, sehr gut sind. Allein in Europa gibt es 1500 Terminals, davon 180 in Deutschland, was einem Marktvolumen allein für Deutschland von über 500 Millionen bedeutet. Der Markt ist aktuell unbearbeitet. Unser Ziel ist, bis 2020 4-5% Marktanteil zu erreichen. Wir erzielen unsere Erlöse einmal durch Projektumsetzung, aber auch über Produktservice und Wartungsverträge. In 2016 betrug der Umsatz von ASE ungefähr 1,3 Millionen. In 2017 wollen wir über 2 Millionen umsetzen. Der Break-Even-Point ist für 2018 geplant und in 3 Jahren werden wir 9,3 Millionen umsetzen. Der Business Angel des Jahres 2016, Dr. Tobias Engelhardt, hat sich bei ASE mit einer 6-stelligen Summe beteiligt. ASE ist zunächst mal in einem Markt tätig, in einem sehr großen Markt, der gerade aufgeht. Hat in diesem Markt die richtige Technologie, hat für diese Technologie wiederum die richtigen Kundenzugänge, hat mehr als 20 Pilotanlagen und ist deshalb in der Lage, diese Technologie in diesen wachsenden Markt hineinzutragen. Die Wachstumschancen in diesem Markt insgesamt sind sehr, sehr groß, weil das ein Markt ist, der gerade erst letztlich begonnen hat. Und es geht ja sozusagen nicht nur darum, dass der Markt groß ist, sondern dass man auch die Voraussetzungen hat, diesen Markt auszuschöpfen. Und für uns ist es die Hauptthematik für die Investitionsentscheidung, dass ASE seinen Kunden einen großen Nutzen bietet und damit Wert schafft für die Kunden, aber dann am Ende des Tages für die Investoren. Numbercheck hat 2016 einen Innovationspreis erhalten im Bereich Fahrweg und Infrastruktur. Die Unternehmensziele sind natürlich Umsatzsteigerung, Internationalisierung und Personalaufbau. Unsere Vision ist, die Digitalisierung in der Logistikbranche voranzutreiben
und darin Marktführer zu werden. Das Companisto-Kapital wird eingesetzt für den Kauf von IP-Rechten, für die Schlüsseltechnologie, für die weitere Produktentwicklung und für Personalaufbau. Eine Investition in ASE lohnt sich, weil wir die Digitalisierung im Güterverkehr vorantreiben. Unsere renommierten Kunden bieten wir individuelle Lösungen an. Profitieren auch Sie von einem stetig wachsenden und attraktiven Markt.